Eine Arztpraxis in Sachsen-Anhalt zeigt, wie einfach und extrem ökonomisch die Eigenenergieversorgung im Gewerbe mit Photovoltaik und Stromspeicher aussehen kann. Die Anforderung bei diesem Projekt war es, es handelt sich um eine Arztpraxis. Das System sollte so platziert werden, dass es nicht die Patienten stört. Jedoch hatten wir da dann die Herausforderung, dass der Hauswirtschaftsraum hier in dem Haus, wo die Photovoltaikanlage oben drauf kommt, nicht ausreichend war von der Größe her. Wie diese Herausforderung von SCM Energy in Salzwedel gemeistert wurde, jetzt bei Autark, dem E3DC-Magazin. SCM Energy in Salzwedel erlebt, dass auch das Gewerbe sich mit Eigenenergie für Komfortstrom, Wärme und Mobilität versorgen will. So wie bei diesem Projekt einer Arztpraxis in Sachsen-Anhalt. Dabei zeigt sich, dass auch das kleinste Hauskraftwerk von E3DC, das S10SE, gut für das Gewerbe passen kann. Das S10SE ist ein hervorragender Einstiegsstromspeicher für das Gewerbe. Das E3DC S10SE ist eigentlich eine schon sehr lange gewünschte alternative Option, weil wir einfach andere Einsatzfelder möglich machen können und uns das Gerät deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten von der Vielfalt her bietet. Das fängt beim Platz an, das fängt natürlich auch beim Thema Kaskadierung an und gerade in der neuesten Version auf der Batterieebene, diese Stack-Batterien, die auch eine sehr hohe Temperaturaffinität halt haben oder eine hohe Schutzklasse gegenüber Temperatur, das ermöglicht uns wirklich wesentlich neue Einsatzfelder und haben wir lange drauf gewartet. Bei Autark, dem E3DC-Magazin, wurde das S10SE mit der Stack-Batterie schon vorgestellt. Die Modularität ist hier optisch sofort erkennbar. Wie schon von Stefan Kornick gerade erwähnt, ist nicht nur die Modularität ein Trumpf, sondern auch und gerade die hohe Toleranz bei den Umgebungstemperaturen. Die Stack-Batterien am S10SE sind für Umgebungstemperaturen zwischen minus 20 und plus 55 Grad zugelassen und finden so den Weg in die ungeheizte Garage. Und die Modularität erleichtert auch die Montage. So erobert das S10SE mit den Stack-Batterien inzwischen auch das Gewerbe. Robustheit und Flexibilität sind gute Argumente für dieses System. Zweigeteilte Systemkonstellationen, dass also Batterie und Wechselrichter getrennt sind, sind natürlich gerade auch für den Vertrieb oder auch für die Technik sehr, sehr angenehm, weil wir immer wieder auch Installationsbeschränkungen vorfinden, wo wir aufgrund der Kompaktheit der ursprünglichen Hauskraftwerke, die wir ja viele Jahre sehr gut kennen und auch geschätzt haben, aber doch oft an unsere Grenzen gestoßen sind, insbesondere wenn wir auch Sicherheitsabstände, die ja auch Garantierelevanzen haben, berücksichtigen mussten. Und das gibt uns einfach mehr Flexibilität jetzt. Genau diese Flexibilität wird bei der Arztpraxis benötigt. Das heutige Beispiel des Einsatzgebietes des SE ist eine Arztpraxis, also nicht ganz so typisch. Sonst haben wir das ja häufig eher im privaten Sektor bisher installiert. Aber wir sehen hier einfach auch, dieses Beispiel ist angemessen für den Kunden von der Dimensionierung völlig in Ordnung. Wir haben hier eine sehr hohe Tageslast, gar nicht so viel Nachtlast. Und da ist das SE als Produkt deutscher Qualität, das war dem Kunden sehr, sehr wichtig, aus unserer Sicht das Richtige gewesen und auch natürlich der Option mit diesen steckbaren Batterien tatsächlich auch noch eine Nachrüst- oder Erweiterungsoption dennoch zu haben. Musik
Die Ausgangssituation: Eine Arztpraxis in Sachsen-Anhalt, Baujahr 2013. Grundfläche gesamt 200 Quadratmeter. Strombedarf inklusive Wärmepumpenstrom ca. 7500 Kilowattstunden pro Jahr. Das macht bei Stromkosten von ca. 41 Cent pro kWh rund 3075 Euro im Jahr aus. Durch die geplante Elektromobilität steigt der Strombedarf in Zukunft noch weiter an. Als erstes kamen Hochleistungs-Photovoltaikmodule auf das Dach. So Nils, 13,5 Kilowatt Peak haben wir hier drauf. Hochleistungsmodule von REC, ne? Alpha Pure R. Ja. 410? 410 Watt Peak pro Modul. Ja, schöne Leistung und schöne Anlage. Die Maßnahmen: Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 13,53 kW Peak. Wie bereits erwähnt, ist die Anlagengröße schon auf die geplante Elektromobilität angepasst. In der Wärmetechnik gibt es seit dem Bau im Jahr 2013 schon eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe. Als Stromspeicher kommt ein S10 SE mit Stackbatterien zum Einsatz. Nutzbare Batteriekapazität 8,25 Kilowattstunden. Benötigt wurde auch ein Zusatz-Solarwechselrichter. In der Elektromobilität ist ein Fahrzeug für die Praxis geplant. Für die Bedingungen hier war das S10 SE mit den Stackbatterien das genau richtige Hauskraftwerk im Gewerbe. Und jetzt haben wir hier die Konstellation 13,5 Kilowatt Peak, ein bisschen zu groß für den SE, deswegen noch ein Zusatzwechselrichter, 5 kW SMA, glaube ich, ne? Genau. Und das ist die Praxis. Der Hauswirtschaftstechnikraum war zu klein, ne? Hattest du gesagt? Der war viel zu klein, ja. Der war viel zu klein und deswegen Kundenwunsch und auch dann von uns mitentschieden, wir gehen mit der Technik raus in das separate Gebäude, in die Garage. Leider nicht beheizt, unbeheizt. Und nutzen dann aber definitiv, oder das war die Entscheidungsgrundlage, die Stack-Batterien, um die niedrigen Temperaturen gerade im Winter bis zu 0 Grad auch trotzdem nutzen zu können oder für das System kein Problem darstellen zu lassen. Ja? So ja, war das. Mhm. Genau. Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel, dass auch hier in einem nicht privaten, nenne ich es jetzt mal, auch dieses System, dieses Einstiegssystem an für sich trotzdem zum Tragen kommt, aufgrund der Besonderheit der Batterien, die wir hier mit der hohen Schutzklasse IP65 auch trotzdem hier einsetzen können, wegen der Herausforderung im Temperaturbereich. Schöne Lösung, finde ich gut. Ein kleiner Trick: Die Kabel von der Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Garage verlaufen aus ästhetischen Gesichtspunkten durch dieses extra gelegte Rohr. Viel besser als ein hässlicher Kabelkanal sieht das aus. Ja, das ist ja cool. Das ist ja, in dem Fall ist es ja gar kein Kabelkanal. Es ist ein als wasserführendes Rohr angetäuschter Kabelkanal. Genau. Jetzt geht es in die Garage. Ja, da haben wir das Schmuckstück. Wobei das kennen wir schon. Das ist das für mich auch jetzt Neue, sehe ich erstmal im Live-Betrieb. Die Stackbatterie IP65, das ist so die Besonderheit, die wir sonst bei Batterien sehr, sehr selten haben oder kaum gewährleisten können. Was der eigentliche Grund ist, warum wir gesagt haben, die muss hier rein. Ist auch jetzt gefühlt relativ warm. Das heißt, wir haben hier diese Schutzklasse in den Temperatursegmenten sowohl nach unten als auch nach oben. Wir werden trotzdem aber den Kunden darauf hinweisen, als Tipp, die Rahmenbedingungen so angenehm wie möglich dennoch zu gewährleisten, wenn es irgendwie geht, um natürlich die Lebensdauer auch dieser Batterie in die Länge zu ziehen. Das ist ja ganz logisch. Genau, dann haben wir den SMA, den kleinen Zusatzwechselrichter. Kein Hexenwerk, wird auch entsprechend im Display als externe Quelle angezeigt und produziert fleißig und war auch im Monitoring. Das fand ich sehr schön zu sehen, wie konstant hier natürlich dieser Praxisbetrieb läuft. Von morgens bis abends und dann spätestens ab 18, 19 Uhr fällt es runter. Und jetzt im Sommer übernimmt dann halt irgendwann die Batterie ab 20 Uhr und dann wird es immer wieder weiter früher, sodass wir dann sagen können, wir schauen mal, wie weit wir da auch dann über die Nacht kommen mit der doch sehr, sehr niedrigen Grundversorgung, dem Grundlastverbrauch von
500 und teilweise geht es dann auf 300 Watt runter. Das ist ja nicht viel und doch sehr typisch für eine Praxis, wo abends, nachts, eine Allgemeinmedizinpraxis insbesondere, nicht viel passiert. Ja, prima. Ich denke, haben wir das richtige System hier auf jeden Fall ausgewählt. Freut mich. Wie gut das funktioniert, zeigt als Beispiel der Tageslastgang vom 16. August 2023. Die PV-Produktion beträgt 54,88 Kilowattstunden. Der gesamte Hausverbrauch dagegen nur 20,33 kWh. Das SE und die Stack-Batterien ermöglichen fantastische Autarkiewerte. An diesem 16. August wird 40% des Eigenstroms genutzt und 60% eingespeist. Die Autarkie liegt bei beeindruckenden 98%. Das S10 SE mit der Stack-Batterie spielt seine Vorteile hier voll aus. Aus der Batterie, so zeigt es der Tageslastgang vom 16. August, kommt genau so viel Energie, dass das Haus konsequent autark gehalten werden kann. Am Morgen, zum Beginn der Sprechstunde, wenn noch nicht genug Strom vom Dach kommt, deckt die Stack-Batterie den gesamten Bedarf ab. Tagsüber wird die Batterie fast nicht benötigt und wird geladen. Wenn am Abend die Sonne untergeht, steht dann in den Batterien genug Strom zur Verfügung, um die Arztpraxis praktisch ohne Netzbezug durch die Nacht zu bekommen. 98% Autarkie sind hier also mit einem relativ kleinen Hauskraftwerk möglich. Das S10 SE ist hier der ideale Einstiegsstromspeicher für das Gewerbe. Ja, Nils, Fazit ist für mich klar, eindeutig, richtiges System. Für die hier entsprechenden Bedingungen. Was anderes wäre kritisch geworden, hätte man die Herstellerbedingungen nicht eingehalten und von daher muss ich sagen, wirklich gut gelöst. Kunde, glaube ich, zufrieden. Ja. Langlebigkeit gewährleistet, alles richtig gemacht. Super. Die Prognose für 2023. PV-Erzeugung 13.000 Kilowattstunden. Eigenverbrauch ca. 35%. Autarkie ca. 61%. Netzbezug ca. 39%. Und jede Menge Energie für die Elektromobilität steht auch noch zur Verfügung. Dieses Beispiel zeigt, dass auch für das Gewerbe mit dem S10 SE und der Stack-Batterie ein sehr preiswerter und erfolgreicher Einstieg in die Eigenenergieversorgung gelingen kann. Also das SE ist an für sich nicht uneingeschränkt für nur ein Klientel sinnvoll einzusetzen, sondern immer da, wo es von den Leistungsparametern her ausreichend und passend ist. Diese Abgrenzung zwischen den bekannten Hauskraftwerken, die ist schon gut und wichtig. Wir haben halt auch einfach beim SE eine Begrenzung der Wechselrichterleistung, die ist etwas kleiner. Wir haben eine geringere Lade-Entladeleistung. Aber da, wo es ausreicht und auch von der Dimensionierung her passend ist, und das ist im Grunde egal, ob es nun eine Privatanwendung oder eine gewerbliche Anwendung ist, ist das trotzdem ein gutes Gerät mit den bekannten Vorteilen oder auch den Mehrwerten, den wir, aber auch viele Kunden zu schätzen wissen, zum Beispiel das Monitoring, Kundenservice, die hohe Qualität der Fertigung. Und von daher gibt es da eigentlich wenig Einschränkungen, wenn die Kundenparameter entsprechend auch dem System angepasst sind. Das S10 SE ist als Einstiegsstromspeicher für das Gewerbe gut einsetzbar und reiht sich so in die Familie der Hauskraftwerke von E3DC bestens ein.